Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeige euch ein Video von einem Rabbi, der heute Nacht, amerikanischer Zeit, ein Video gemacht hat im Livestream. Und ich habe die Behauptung aufgestellt, dass Israel keinen Tempel hat, und zwar seit 2000 Jahren nicht. Damit auch keine Möglichkeit zur Reinigung von seinen Sünden. Die Frage ist für den Rabbiner sehr unangenehm gewesen und auch sehr schwierig zu beantworten, weil er, wenn er das nach jüdischem Modus beantwortet, im Widerspruch steht zum Alten Testament. Im Alten Testament ist deutlich gesagt, dass in Israel und speziell in Jerusalem im Tempel allein geopfert werden muss und nur dort geopfert werden darf. Der Tempel war der Wohnort Gottes. Wenn also nur im Tempel geopfert werden darf, dann hat Israel seit 2000 Jahren keine Möglichkeit, Reinigung für seine Sünden zu bekommen. Dürft mal gespannt sein drauf, wie er da reagiert und wie er das beantwortet. Ich kommentiere das so zwischendrin mal ein bisschen. Das Problem ist dann halt auch einfach das, dass man jetzt eine jüdische Sicht hat, auf die man ein bisschen sich einstellen muss. Das beginnt mit Jesaja 53, wo er den Gottesknecht, den wir auf Jesus Christus deuten, den deutet er auf Israel und dreht die Dinge komplett auf den Kopf. Ja? Schaut das mal an. Ich versuche das so gut wie es geht zu kommentieren und wünsche euch viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen.